Ich bin 1,51 groß. Manchmal wieder unterschätzt, wenn ich zum Beispiel irgendwie einfach so am Biken bin und dann mich irgendwelche Leute sehen, die mich vielleicht nicht kennen. Und dann sagen sie mir, ah, hoi. Mein Name ist Sina Frey, ich bin 22 und meine grösste Leidenschaft gehört dem Mountainbikesport. Ich bin auf alle meine Medaillen mega stolz. Ich habe mega Freude an allen, die ich bis jetzt gewonnen habe. Dieses Jahr war mein grösster Erfolg in Kanada, die Goldmedaille im U23-Rennen an der Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich erinnere mich sicherlich immer wieder gerne an diesen Moment retour. Es war wirklich einmalig und ja, es berührt mich jetzt immer noch und es ist mega schön, jetzt auch noch die Videos zu sehen und noch mal die Emotionen zu fühlen. Es ist jetzt wirklich ja, mega schön, auch das Rennen noch zu gewinnen. Wenn ich auf dem Mountainbike unterwegs bin, hier daheim, dann begleitet mich zum Teil meine Mami begleiten mit dem E-Bike. Wenn ich zum Beispiel Intervalls oder so mache, sehr motivierend, wenn noch jemand mit mir mit schnell Velo fährt. Momentan bin ich gerade in der Aufbauphase. Es ist meine erste richtige Elite-Saison. Und 2020 ist sonst noch ein spezielles Jahr sicherlich. Auch wegen Olympia, was ein riesiger Traum wäre, um dort an den Start zu gehen. Momentan setze ich voll auf den Sport und bin zu 100% Spitzensportlerin. Pro Tag sind es um die 3 bis 5 Stunden, variiert, die ich fürs Mountainbiken investiere. In der Woche sind es plus, minus, kann man sagen, so um die 20 Stunden. Wir sind hier in meinem Trainingsraum sowie auch in meinem Kaffee-Ecke. Und ja, ich bin sehr gerne da innen zum Trainieren, weil ich mich sehr wohl fühle und auch natürlich zum Kaffee trinken. Vielleicht in 20 Jahren, wer weiß, gibt es mal einen Kaffee, den ich führen darf. Das wäre vielleicht mal ein Traum. Allgemein backen tue ich sehr gerne und das ist sicherlich auch, weil mein Opa früher eine eigene Bäckerei hatte. Für mich ist es einfach eben mega eine Ablenkung und dass ich etwas anderes machen kann. Und eben, ich kann sehr kreativ sein, es muss aber auch ein bisschen genau sein. Und ja, das finde ich sehr cool hier. Oh, Achtung. Jetzt rutsche ich schon. Mama, aber nein, das schaffst du nicht so. Perfekt. Alles in allem für so eine Torte brauche ich etwa einen halben bis einen ganzen Tag. Heute mache ich es für ein Zvieri mit meiner Familie. So, jetzt sind sie fertig. Hier in meinem Café ist es so, wenn ich herum bin und nicht in Trainingslager oder Wettkämpfe, dann schreibe ich einfach meinem Freundeskreis, dass ich herum bin und dass mein Café offen hat, wenn ich Zeit habe. Und dann kommen die gerne vorbei und dann kommen sie gerne einen Kaffee trinken oder sonst etwas. Ich bin durch meine Familie zum Mountainbiken gekommen. Ich bin schon als kleines Kind sehr aktiv und habe sehr gerne verschiedene Sportarten gemacht. Von Fußball, Ballett über Mädchenriegen. Und in dieser Zeit ist eigentlich gerade mein Papi in die Bikeferien gegangen. Und mein Bruder durfte mitgehen und ich aber nicht. Und haben dann gesagt, ja, wenn ich Velo fahre nächstes Jahr, dann nehmen sie mich auch mit. Und durch das habe ich dann eigentlich angefangen, Velo fahren und habe mich nachher riesig gefreut, als ich auch durfte, auf Spanien, auf Civarola mit ihnen biken gehen. Also ich habe relativ spät damit angefangen, erst mit 12. Ich habe gerade im gleichen Jahr 2 Rennen gefahren und nachher ist eigentlich schon der Winter gekommen. Ich bin an beiden Rennen, wo ich gefahren bin, bin ich die Letzte geworden.
was doch für mich, es würde mir mega viel bedeuten, den Award zu gewinnen. Es wäre eine riesige Ehre für den Mountainbikesport und es würde mich unheimlich stolz machen.